heute ist eure Britta mal wieder für euch da. Ich habe euch heute etwas für das Zwerchfell, für den Brustkorb mitgebracht. Und zwar gibt es verschiedene Übungen. Man kann Massagen machen. Ihr kennt ja, ich massiere immer sehr gerne. Dafür braucht ihr dann einen Tennisball oder einen Ball, den ihr jetzt gerade so zu, geht auch ein Flummi oder irgendwas. Einen Stab, geht auch der Besenstiel oder der Wischmopp und einfach einen Stuhl. Am besten einen mit etwas niedrigerer Lehne, werdet ihr gleich sehen, warum. Ja? So, wir fangen erstmal an mit dem Ball. Ihr setzt euch einfach bequem, einfach locker bequem auf euren Stuhl. Versucht so gut wie es geht erstmal den Bauch zu atmen, den Bauch zu entspannen, das Zwerchfell zu entspannen und sucht euch den Punkt unter eurem Brustbein, da wo es in die Rippenbögen übergeht. Und da dürft ihr ganz sanft erstmal versuchen anzufangen zu massieren. Für die Frauen ohne BH geht es etwas besser, da stört er nicht so. Also da auch wirklich schön einfach ein bisschen auch unter die Rippenbögen, so ein bisschen leicht zur Seite, aber minimal. So ganz leichte Massage, ihr guckt wie der Druck ist, dass es euch angenehm ist. Ihr versucht den Bauch zu entspannen dabei und einfach ganz ruhig massieren, atmen und ruhig auch mal in die Tiefe massieren, dass es auch vielleicht für manche etwas schmerzhaft ist, kann durchaus sein. Also einfach versuchen, diesen Bereich zu lockern. Bei der wird ja immer abgedrückt im Alltag. Vielleicht habt ihr auch schon viel gegessen zu Weihnachten. Einfach da ruhig, ein bisschen vorsichtiger. Ich würde es jetzt nicht mit vollem Magen machen, aber da einfach ein bisschen lockern. So, das würde mir eine Minute lang reichen, wenn ihr das wirklich ganz in Ruhe eine Minute lang macht. Damit wir heute nicht ganz so lange machen, höre ich jetzt schon mal auf und wir gehen ein Stück weiter. Ihr bleibt auf dem Stuhl und zwar, ich zeige es euch mal von der Seite. So, ihr setzt euch schön nah hinten dran, dass ihr schön hinten mit dem Po liegt. Wer ein bisschen Rückenprobleme hat, darf sich auch gerne ein bisschen weiter vorsetzen, das ist dann nicht ganz so unangenehm. So, jetzt öffnen wir das ganze Paket nach hinten. Also nimm deine Hände ineinander verschränkt am Hinterkopf, lehn dich erstmal schön an der Lehne an. Am besten ist eine Lehne, die ungefähr die Haarhöhe hat, wenn ihr sowas habt. Und dann lehn dich ganz langsam nach hinten, öffne dich und dann an einer Position, wo du sagst, okay, das reicht mir, halte, atme schön hier vorne tief ein und aus und versuche hier richtig schön eine Weite in den Bauch-Zwerchfellbereich zu bekommen. Also auch hier wieder die entgegengesetzte Bewegung. Versuch den Brustkorb schön weit zu öffnen. Und so weit hintergehen, wie es für dich geht. Wenn du eben noch nicht so weit hinterkommst, gehst du noch nicht ganz so weit. Oder du schaust, wenn es dir im Rücken unten wehtut, dass du eben etwas weiter vorne sitzt, so wie es dir gut tut. Und das versuchst du auch für dich ganz lange, also eine Minute würde ich es schon halten, für dich zu halten, dass es dir auch wirklich dann noch mehr Tiefe gibt und dann auch hier vorne dich mehr öffnet. Und du wirst dann merken, wenn du rausgehst, dass du sofort ganz anders sitzt und dich auch ganz anders fühlst. Ja? So, zur letzten Übung. Eine habe ich noch. Ich stelle es euch mal weg. Dafür braucht ihr jetzt euren Stab und eine leere Wand, wenn ihr habt. So, und da stellt ihr euch ganz hinter mit der Ferse so hüftbreit auseinander, ist in Ordnung. Und versucht euch mal mit allem anzulehnen. Mit dem Kreuzbein, mit den Schultern und mit dem Kopf. Und dann, wenn es geht, auch noch mit den Armen. Wenn das natürlich nicht geht, dann guckt, wie weit ihr hinterkommt mit den Armen. Und dann sucht ihr euch eine Seite aus, geht ganz langsam zu der Seite rüber, so weit, wie ihr eben kommt, auch gerade, wer Schulterprobleme hat. Wichtiger ist jetzt die Öffnung hier. Und ihr versucht dann auch in diese gedehnte Seite tief ein- und auszuatmen. Auch hier jetzt die seitliche Öffnung für den Brustkorb. Schön weit atmen, schön tief atmen. Es kann natürlich auch sein, dass ihr es in der Lendenwirbelsäule merkt, aber das ist kein Problem. Und dann natürlich nach einer Minute eine kurze Entspannung, wenn ihr soweit seid, alles kurz auslockern. Und dann müssen wir natürlich die andere Seite auch nochmal machen. Da geht es zur anderen Seite auch nochmal eine schöne Öffnung, so weit wie es geht. Eine Seite geht meistens immer etwas besser wie die andere. Und auch hier wieder schön in den Brustkorb weit ein- und ausatmen. Finde ich im Stock nicht mehr so. Genau. Und schön ruhig und weit atmen. Dass ihr wirklich den ganzen Brustkorb weit atmet, schön die Luft holt. Vielleicht auch immer tiefer atmet pro Atemzug. Und dann nach einer Minute
hörst du auf, lockerst dich noch einmal aus. Und ich verspreche dir, du wirst dann viel besser in deinem Brustkorb atmen können, viel weiter atmen können. Und da macht sich dann natürlich der Winterspaziergang danach nochmal am besten. Das war's heute von mir. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Deine Britta.